Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung von Babylon Mysterien Religion, das Buch, das Ralph Woodrow 1966 in Englisch original veröffentlicht hat und das ich von Bruder Christian vor einiger Zeit, der leider hier nicht mehr in dieser Gruppe verweilt, aus welchem Grund auch immer, der habe ich mal kennengelernt über VC, das ist so eine andere Plattform, über die man telefonieren kann, der mir mal das Buch auf Deutsch geschickt hat, bin ich immer noch sehr, sehr dankbar für. Ich habe es dann in der Zwischenzeit selbst auf archive.org auf meiner Bibliothek veröffentlicht und ich werde auch diese Version, die ich jetzt lese, noch veröffentlichen als sogenannte zweite Ausgabe, nämlich mit meinen eigenen Randbemerkungen dabei und meinen Kommentaren und auch meinen farblichen Hinterlegungen. Das wird dann eine Zweitausgabe, so werde ich das auch nochmal veröffentlichen und dann kann man sich immer wählen, was man runterlädt. Auf jeden Fall steht es jedem gratis im Internet zur Verfügung, sich runterzuladen. Und auch diese Lesung steht jedem gratis im Internet zur Verfügung, sich runterzuladen. Das heißt, man kann diese Lesung, wenn sie uneditiert ist, überall weiterhin hochladen, auf Facebook, auf anderen sozialen Medien, auf anderen Videoseiten wie BitChute und Vimeo, und was weiß ich nicht, DTube und was es noch alles gibt, das ist, ohne dass die Videos editiert werden, vollkommen legitim. Man darf da natürlich gerne ein eigenes Intro, Outro anzufügen, wenn das sein muss, aber an dem eigenen gesprochenen Wort oder gezeigten Wort, da sollte nichts dran verändert werden, weil ich möchte ja nicht irgendwie manipuliert werden in der Zukunft. Da sollten wir uns immer deutlich drüber sein. Wir haben uns heute eingefunden zur nächsten, ich weiß gar nicht mehr, die wievielte Lesung von diesem wunderbaren Buch und wir sind in dem Kapitel, wo es über Konstantin geht, nämlich Konstantin und das Kreuz, Kapitel 7. Und normalerweise müsste ich hier auf dieser Seite im zweiten Absatz bei Aber anfangen, aber wie ihr seht, das ist gerade nur eine Seite, also mache ich eben zur Einleitung, fangen wir nochmal eben ganz von vorne an, aber ich mache natürlich keine extra Kommentare dazu, um es kurz zu halten. Wir haben heute nämlich ganz eine Menge auf dem Programm, um hier durchzugehen. Also, das ist Kapitel 7 des Buches Babylon Mysterien, die Religion von Ralph Woodrow und heißt Konstantin und das Kreuz und beginnt mit der Vision des Kreuzes an der Milvischen Brücke, wo wir hier ein sehr schönes Bild, zwar mit englischem Untertitel, aber ein sehr schönes Bild von sehen. Ein Faktor, der auf herausragende Weise zu der Verehrung des Kreuzsymbols innerhalb der römischen Kirche beitrug, und das war ja das Kapitel, was wir hier vorbereits besprochen haben, war die berühmte Vision des Kreuzes und die darauffolgende Bekehrung des Konstantin. Als er und seine Soldaten sich Rom näherten, standen sie kurz vor der sogenannten Schlacht an der Milvischen Brücke. Wie es zu der Zeit Sitte war, wurden die Haruspices um Rat gefragt. Dies waren Menschen, die Divinationen betrieben, durch zum Beispiel das Lesen aus den Eingeweiden von Opfertieren. Vor einer militärischen Schlacht Wahrsager, also Orakel, zu befragen, war auch ein Brauch des Königs von Babylon. Denn der König von Babel bleibt am Kreuzwege stehen, am Anfang der beiden Wege, um das Losorakel zu befragen. Er schüttelt die Pfeile, befragt die Teraphim, beschaut die Leber, wie wir in Hesekiel Kapitel 21, Vers 26 in der Bibel nachlesen können. Im Falle Konstantins wurde ihm orakelt, dass die Götter ihm nicht zur Hilfe kommen und dass er in der Schlacht eine Niederlage erleiden würde. Aber dann, wie er später erzählte, erschien ihm in einer Vision oder in einem Traum ein Kreuz mit den Worten »In diesem Zeichen siege« oder »In hoc signo vinces«. Am nächsten Tag, das war der 28. Oktober 312 nach Christus, rückte er weiter vor hinter einer Standarte, auf der ein Kreuz dargestellt war. Er ging als Sieger aus diesem Kampf hervor und hatte seinen Feind geschlagen und bekannte, sich bekehrt zu haben. Natürlich trug solch ein scheinbarer Sieg für das Christentum entscheidend dazu bei, dass das Kreuz weiterhin in der römischen Kirche verwendet wurde. Es wird jedoch von allen Parteien zugegeben, dass Konstantins Vision des Kreuzes wahrscheinlich historisch gar nicht stattgefunden hatte. Die einzige Quelle, von der die Historiker diese Geschichte zusammenbrachten, ist Eusebius, der zugab, geneigt zu sein, anderen zu schmeicheln und der beschuldigt wurde, ein Verfälscher der Geschichte gewesen zu sein. Wenn aber Konstantin solch eine Vision gehabt hat, müssen wir dann annehmen, dass Jesus der Initiator dieses Gesichtes war? Würde der Friedensfürst einen heidnischen Herrscher beauftragen, eine Standarte mit einem Kreuz herzustellen, um in diesem Zeichen zu töten? Das ist eine interessante Frage. Gerade heute Nachmittag habe ich mit Michael und Brett im Englischen das Buch gelesen, The Divine Program of the World's History, und habe da einen Absatz gehabt, wo es auch um Krieg führen im Namen
des Herrn geht. Und ich habe da meine ganz eigene Sichtweise drüber deutlich gemacht im Englischen. Da haben wir fast eine 20 Minuten, schätze ich mal, so drüber diskutiert. Und ich bin natürlich absolut der Meinung, als bibelgläubiger Christ, dass der Friedensfürst, der wahre König der Könige und Herr der Herren, keinen heidnischen Herrscher beauftragt, mit einer Standarte, mit Kreuz herzustellen, um in diesem Zeichen zu töten, wo er der Gott der Lebenden ist und das Töten als eine Sünde ganz klar verdammt im sechsten Gebot. Du sollst nicht töten. Nun, das Römische Reich, dessen Kaiser Konstantin wurde, wird in der Heiligen Schrift als ein Tier bezeichnet. Daniel sah vier große Tiere, die für vier Weltreiche standen: Babylon, ein Löwe, Medo-Persien, ein Bär, Griechenland, ein Leopard und Rom. Das vierte Tier, das Römische Reich, war so schrecklich, dass es von einem Tier symbolisiert wurde, das sich von den anderen wesentlich unterschied, in Daniel Kapitel 7, Verse 1 bis 8, wie wir letztes Mal gelesen hatten. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass Christus Konstantin aufgetragen haben soll, im Zeichen des Kreuzes zu siegen und schon gar nicht im Zeichen des Kreuzes dann zu töten, um das System des römischen Tieres weiterzuführen. Aber wenn die Vision nicht von Gott gewesen ist, wie können wir dann die Bekehrung Konstantins erklären? Ja, das ist eine gute Frage, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir müssen uns dann im Grunde fragen, ist Konstantin überhaupt bekehrt gewesen? War Konstantin ein Sonnenanbeter, der zum wahren, und ich sage jetzt wirklich mit Nachdruck, apostolisch-biblischen christlichen Glauben übergetreten war? Nun, diese Frage beantwortet uns der Autor hier innerhalb von ein paar Sätzen, aber ich habe entschlossen, hier ein anderes Papier zu Hilfe zu nehmen, das ich übersetzt habe aus dem Englischen, das ich hier im Englischen bereits gelesen habe. Und zwar heißt dieses: War der Kaiser Konstantin ein wahrer Christ oder war ein heimlicher Heide? Das ist die Frage, die wir hier klären wollen. Also, dann lesen wir dieses Papier, das, wie ihr seht, 12 Seiten hat, und ich schätze, da sind wir heute gut mit beschäftigt. Konstantin der Große ist in der Geschichte als der erste römische Kaiser bekannt, der zum Christentum konvertierte. Legenden und archäologische Beweise deuten jedoch auf eine andere Geschichte hin. Es scheint, dass Konstantin ein über Jahrhunderte verborgenes Geheimnis über seinen Glauben hatte. Konstantin baute viele Kirchen. Er feierte den Glauben an einen christlichen Gott, zwischen Anführungszeichen oder in Klammern, und seinen Sohn Jesus, indem er viele der größten Kirchen der Welt gründete. Warum steht der christliche Gott hier in Klammern? Weil wir wissen, dass als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion in Rom erhoben hat, das dazu gesorgt hat, was in Herrscher des Bösen missionarische Adaption genannt wird, dass mit anderen Worten die Heiden ihren Heidenkult in das Christentum reingebracht haben und dass lediglich das heidnische Rom sich den Mantel des Christentums überworfen hat und dabei diesen befleckt und beschmutzt und verändert und versaut hat, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja? Er feierte den Glauben an einen christlichen Gott nach außen hin, um es zu sagen, weil in der römisch-katholischen Kirche wird ja der Gott der Bibel, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist verehrt. Nur sagen sie euch in der äußeren Lehre nicht das, was die innere Lehre ist. Und die innere Lehre ist, dass sie in Rom die alte babylonische Trinität von Nimrod, Semiramis und Tammuz befeiern. Also den Vatergott, die Muttergöttin, auch in der römischen katholischen Kirche als Maria, Himmelskönigin bekannt, und Tammuz, der Jesus der römisch-katholischen Kirche. Ja? Also wir müssen ganz deutlich sehen, dass wir diesen Satz hier mit diesem Verständnis lesen müssen. Ja, es geht immer darum, nicht nur, was man liest, sondern es geht darum, wie man es versteht. Und dafür ist Hintergrundwissen absolut notwendig. Ich kann mich nicht enthalten, diese Kommentare hier zu geben, weil ich meine, dass das fürs Verständnis wichtig ist. Weil ansonsten könnte sich ja jeder hinsetzen und dieses Papier hier lesen und man würde vielleicht nur 50% verstehen. Und ich finde, dass meine Kommentare hierbei notwendig sind, um das nochmal zu vertiefen. Weil nicht jeder hat bereits eine tiefe Kenntnis von diesen Dingen, der diese Videos schaut, und von daher wird diesen Leuten hoffentlich auf diese Art und Weise geholfen. Also, Konstantin baute viele Kirchen, er feierte den Glauben an einen, zwischen Klammern, christlichen Gott und seinen Sohn Jesus, indem er viele der größten Kirchen der Welt gründete. Darunter
St. Peter in Rom, also den St. Petersdom, auch nicht in der Form, wie wir ihn heute kennen, aber doch die Basis hatte gelegt. Die Hagia Sophia in Konstantinopel, die Grabeskirche in Jerusalem, die Eleona auf dem Ölberg, die Geburtskirche in Bethlehem und andere. Konstantin wurde 306 nach Christus Kaiser und regierte 31 Jahre lang. Der Überlieferung zufolge erlebte er kurz vor der Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom im Jahre 312 eine Vision eines flammenden Kreuzes mit der Aufschrift »In diesem Zeichen erobere« in hoc signo vinces, die wir eben ja bereits bei Ralfotro gelesen hatten. Übrigens, ihr seht es selbst hier, die Bilder, die haben dann auch noch einen eigenen Text drunter. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, das könnt ihr in der Zwischenzeit ja selbst lesen, was das darstellt, und euch in Ruhe anschauen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich immer fragen. Wenn ich sie beantworten kann, werde ich das tun. Wie die Legenden sagen, verstand er es als Zeichen des christlichen Gottes, der ihn zur Bekehrung aufforderte. Ja, wenn das jetzt eine wirkliche Vision des christlichen Gottes gewesen wäre, dann ist ja zum Beispiel die Vision der Maria in Fatima 1917 genau dasselbe. Das ist aber auch keine wirkliche Erscheinung davon. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu weit mit eingehen. Wie gesagt, wie die Legenden sagen und Legenden, Traditionen, Rituale, Riten ist alles das, worauf Rom sich aufbaut, verstand er es als Zeichen des christlichen Gottes, der ihn zur Bekehrung auffordert. Oder ich würde sagen, als Zeichen eines Dämons, der sich als christlicher Gott ausgibt. Konstantin glaubte, dass ihm ungewöhnliche Macht, die Unterstützung einer Gottheit und das größte Königreich der Welt zugesprochen werden würden, wenn er die Vision durchsetzen würde. Durch Konstantins Dekret wurde das Christentum im Jahre 324 zur offiziellen Religion Roms. Ist er jedoch wirklich ein wahrer Christ geworden oder sucht er nur die Unterstützung mächtiger Bischöfe aus politischen Gründen? Der christliche Kaiser von Rom. In der Gruppe seiner engsten Berater befanden sich Bischöfe wie Hosius, Lactantius und Eusebius von Caesarea. Eusebius hatten wir ja gerade bei Ralfotro schon mal angesprochen, kommen wir auch später noch zu. In vielen Teilen seines Reiches ernannte Konstantin die Gruppe konvertierter Christen zu hohen Positionen. Die christlichen Minister hatten also besondere Vorrechte. Er gewährte auch heidnischen Priestern, die christliche Minister wurden, viele Vorteile. Zum Beispiel erhielten sie finanzielle Unterstützung vom Imperium und zahlten keine Steuern. Dasselbe kennen wir heute in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Steuerbefreiungsstatus der 501c3 Kirchenorganisation. Beinahe jede oder meiner Erkenntnis nach selbst jede Kirche in Amerika ist unter dem 501c3 Steuerbefreiungsstatus von den Steuern befreit und von daher nichts weiter als eine Agentur des Staates. Da könnt ihr euch gerne tiefer drüber informieren, da gehe ich jetzt hier in dieser Lesung nicht drauf ein, das ist ein eigenes Studium, das ich in Englisch bereits gemacht habe, aber hier in Deutsch jetzt nicht mache. Betrifft ja auch Amerika, aber in Deutschland ist das wahrscheinlich auch nicht viel anders. Ja? Und aus den Kriegen in Deutschland und anderen Staaten oftmals die Kirchen ja sogar eine Steuer von den Leuten bezahlt. Die Bischöfe waren eine treue Armee für den Herrscher. Aber abgesehen von der Schaffung einiger Gesetze, Tempel und der Unterstützung der wachsenden Gruppe von Priestern, schien Konstantin selber kein großer Christ zu sein. Nur dieser Satz hier, die Bischöfe waren eine treue Armee für den Herrscher, ist deswegen sehr wichtig, weil wir das mal in dem Licht sehen sollten, in der zweiten Lesung. Ihr wisst ja, ich mache wechselseitig um die 14 Tage eine andere Lesung, also um die Woche eine andere Lesung. Diese Woche ist Babylon Mysterienreligion dran, nächste Woche wieder das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wiley, das Buch von 1850 oder 53. Und da lernen wir ja auch über die Bischöfe und wie das ganze Papsttum überhaupt in den ersten Jahrhunderten entstanden ist. Von daher ist es immer interessant, diese verschiedenen Lehren zusammenzunehmen und das, was man in dem einen Buch lernt, dann in dem anderen Buch bestätigt zu sehen oder wiederkehrend zu sehen, eben zur Bestätigung, dass das die wirklich wahre Geschichte ist, die man sonst weniger zu lesen bekommt irgendwo. Ja? Also die Bischöfe waren eine treue Armee für den Herrscher. Natürlich, weil sie hatten ja finanzielle Unterstützung und so weiter und so weiter. Ne? Aber abgesehen von der Schaffung einiger Gesetze, Tempel und der Unterstützung der wachsenden Gruppe von Priestern, schien Konstantin kein großer Christ gewesen zu sein.
Er stimmte den Vorschlägen der Bischöfe zu, Gesetze gegen Magie und private Wahrsagerei zu erlassen. Wenn jedoch eine Änderung dieser Art von Gesetzen nicht von einem einflussreichen Bischof vorgenommen wurde, war Konstantin nicht daran interessiert, die Änderungen auch tatsächlich vorzunehmen. Mit seinem Erlass wurden viele heidnische Tempel zerstört. Zum Beispiel befahl er die Zerstörung des Aphrodite-Tempels im Libanon, aber auch viele andere heidnische Zeremonienorte. Es scheint, dass er daran interessiert war, einige der wichtigen Orte vorchristlicher Kulte zu zerstören, aber gleichzeitig traf die Zerstörung nicht auf alle von ihnen zu. In jeder Entscheidung, einen heidnischen Tempel zu zerstören, wurde geschrieben, dass der Ort nicht existieren könnte, weil es ein Ort fehlgeleiteter Riten und Zeremonien war. Ein Ort wahrer Hartnäckigkeit. Er verbot niemals heidnische Rituale wie Opfer. Obwohl doch Jesus Christus das einzige Opfer war. Sondern schloss und zerstörte nur wichtige Tempel, wenn die Bischöfe glaubten, die Stätten seien ihrem eigenen Glauben gefährlich. Und wenn man die römisch-katholische Kirche noch tiefer studiert, dann lernt man, dass sehr viele römisch-katholische Kirchen auf alten heidnischen Gebetsstätten, Tempeln oder wie auch immer errichtet wurden. Neben seinen politischen Motiven zur Unterstützung der wachsenden Priesterarmee hatte Konstantin möglicherweise ein Geheimnis. Interessanter ist, dass der Bischof von Rom anscheinend davon wusste und ihn in diesem verborgenen Aspekt seines Lebens sogar unterstützte. Die Wahrheit war, dass Konstantin die neue Religion äußerlich unterstützte, aber immer noch die Symbole der Sonne und der Heiden anbetete. Ja, war Konstantin ein Christ, der die Sonne anbetete? Hier sehen wir im Bild aus dem Buch von Henry Gretton Guinness, The City of the Seven Hills, also die Stadt der sieben Hügel, die Arche von Konstantin in Rom. Also dieser Triumphbogen wurde hier für Konstantin damals errichtet und steht übrigens heute noch in Rom. Konstantin wuchs am Hofe des Kaisers Konstantin Chlorus auf, der ein Neuplatoniker und ein Anhänger der unbesiegten Sonne war. Seine Mutter, Kaiserin Helena, war Christin und reiste durch den Nahen Osten, um nach Schlüsselstellen zu suchen, die mit Jesus in Verbindung standen. Nach den alten Texten identifizierte sie die wichtigsten Orte, die in der Bibel bekannt sind. Der junge Konstantin erschien nicht als Anhänger der religiösen Interessen seiner Mutter. Er betete die Sonne an oder war dem Mithraismus gewidmet. Hier sehen wir ein schönes Bild von Konstantin und seiner Mutter Helena. Nach seiner offiziellen Bekehrung zum Christentum im Jahr 312 errichtete Konstantin seinen Triumphbogen in Rom, den wir hier halt im Bild sehen. Es ist interessant, dass er nicht den Symbolen des Christentums gewidmet war, sondern der unbesiegten Sonne. Während seiner Regierungszeit änderte er viele Aspekte, die mit heidnischen Kulten verbunden waren, aber das bedeutete nicht, dass er die Kultivierung alter Traditionen eingestellt hatte. Er nannte sie oft anders, erlaubte aber in vielerlei Hinsicht heidnische Praktiken. Zum Beispiel hat Konstantin in 321 nach Christus gesetzlich festgelegt, dass die Feier des Tages der Sonne ein Staatsfeiertag sein sollte. Ein Tag für alle. Das Verlegen des biblischen Sabbats des siebten Tages der Woche auf den ersten Tag der Woche, der natürlich in Anerkennung der Sonnenanbeter Sonntag damals hieß und heute immer noch heißt. Die geheimnisvolle Kolumne von Konstantin. Im Jahr 330 stellte Konstantin eine Statue auf, die ein Schlüssel zum Verständnis seiner privaten Überzeugungen ist. Nach jahrzehntelanger Unterstützung des Christentums erschien er als Statue des Sonnengottes im Forum. Die Säule wurde zum Zentrum des Forums von Konstantin, heute bekannt als Cemberlitas-Platz in Istanbul. Heute ist die Säule 35 Meter hoch, in der Antike war sie jedoch 15 Meter höher und endete mit einer beeindruckenden Statue des Kaisers. Die Säule wurde mit heidnischen Symbolen geschmückt, die von einigen christlichen Dekorationen unterstützt wurden. So sieht diese Säule heute aus, wie sie erhalten ist. Die Statue auf der Spitze des Denkmals zeigte Konstantin in der Figur des Apollo mit einer Sonnenkrone,
dem größten Symbol der Könige aus der Zeit Alexanders des Großen. Es wird gesagt, dass er ein Stück des wahren Kreuzes in der Hand hielt, eine Reliquie des Kreuzes Jesu. Diese hat ihm seine Mutter besorgt, als sie in Jerusalem war. Am Fuße der Krone befand sich ein heiliger Ort. Wer hat den Ort dann bitte schön geheiligt? An dem sich Reliquien befanden, also Reliquien sind nichts anderes als Gebeine irgendwelcher Toten, darunter auch andere Kreuze, ein Korb aus der biblischen Geschichte des Leib- und Fischwunders, ein Gefäß, das Maria Magdalena gehörte und eine Holzstatue von Pallas Athena aus Troja. Das klingt für mich nach etwas, was man nach der Bibel nicht machen soll, nämlich nicht das Heilige mit dem Profanen oder dem Unheiligen vermischen. Genau das ist hier passiert. Und der Gott der Bibel, der heilig ist und daher der Einzige ist, der das heilig machen kann, hat diesen Ort sicher nicht geheiligt. Hier sehen wir ein Bild von der Statue, wie sie ursprünglich aussah, mit obendrauf Konstantin, den ihr hier seht, mit einer Sonnenkrone, ja, kann man wunderbar erkennen. Das ist halt die Säule in seiner ursprünglichen Form. Der byzantinische Kaiser Manuel I. Komnenos, der lebte zwischen 1143 und 1180, sah dieses Denkmal als zu heidnisch an und er entschied sich, ein Kreuz anstelle der Statue auf die Säule zu setzen. Also mit anderen Worten, er schmeißt das große Übel raus, um ein kleines Übel dahinzustellen, weil die Säule, die durch Konstantin, durch die Statue von Konstantin gekrönt wurde, wurde dann gekrönt durch ein Kreuz. Es sind beides heidnische Symbole, es sind beides Abbildungen, etwas, was der Gott der Bibel im zweiten Buch Mose, Exodus Kapitel 20, Vers 4 und fortfolgende deutlich verbietet. Das Monument wurde einige Male in der Geschichte beschädigt, aber die Säule ist bis in die Neuzeit erhalten geblieben. Teile der Statue von Konstantin befinden sich in einem Museum, aber die Säule von Konstantin ist immer noch eines der wichtigsten Beispiele römischer Kunst in der Türkei. Heidnisch, christlich oder gar ein Gott? Nach seinem Tod im Jahre 337 wurde Konstantin einer der heidnischen Götter. Mit anderen Worten, eine Apotheose hat stattgefunden, eine Erhöhung eines Menschen zu einem Gott. Das lernen wir später auch noch in Herrscher des Bösen, in einem der späteren Kapitel, wo es um die Kuppel geht, die im Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika gebaut wurde. Und da die Apotheose als Fresko gemalt wurde von Konstantin Brumidi, die Georg Washington oder George Washington, wie wir ihn meistens nennen, den ersten amerikanischen Präsidenten, vergöttlicht. Und hier, nach seinem Tod im Jahr 337, wurde Konstantin einer der heidnischen Götter. Also wenn er ein Christ war, ein bibelgläubiger Christ, dann kann man ihn ja auch nicht zu einem heidnischen Gott ernennen. Ne? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Eine Analyse archäologischer Stätten deutet darauf hin, dass Konstantin, wie auch die früheren Kaiser von Rom, nie aufgehört hatte, sich als Sohn der alten Gottheiten zu sehen. Es ist kaum zu glauben, dass die christlichen Überzeugungen von Konstantin so stark waren wie die seiner Mutter Helena. Er erscheint mehr als ein intelligenter Politiker, als ein Mann, der die Welt wirklich christianisieren wollte. Und das ist genommen aus dem Artikel ancientorigins.net, woraus ich das aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt habe. Aber im nächsten Teil wird nochmal geklärt, wasn't Constantine a Christian Emperor? Also war Konstantin denn kein christlicher Kaiser? Er wurde 312 nach Christus zum Kaiser von Rom erklärt, das hatten wir bereits gelesen. Wenig später nahm er angeblich den christlichen Glauben für sich und sein Reich an, um die Vereinigung von Heidentum und Christentum herbeizuführen. Das hat er auch geschafft. Er hat nicht Heidentum und Christentum vereinigt, er hat das Christentum heidnisiert, sage ich mal so. Im Jahr 331 nach Christus befahl Kaiser Konstantin, eine ökumenische Bibel zu schreiben. Vom Ökumenismus, da kennen wir heute ja wohl mehr als genug von. Da sind wir ja alle von auf der Höhe, dass der Ökumenismus
ja von Rom betrieben wurde, immer noch betrieben wird und seinen vorläufigen Höhepunkt gehabt hat in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also im Jahr 331 befahl Konstantin, eine ökumenische Bibel zu schreiben. Konstantin wollte eine Bibel, die sowohl für Heiden als auch für Christen akzeptabel ist. Das ist ja etwas, Kompromisse machen, was ein bibelgläubiger Christ schon mal überhaupt nicht akzeptieren kann. Und Eusebius, der Bischof von Caesarea und ein Anhänger von Origenes, wurde beauftragt, diese Aufgabe zu leiten. Ich sagte ja, auf Eusebius kommen wir noch zu sprechen, das ist jetzt der Fall. Eusebius lehnte jedoch die Gottheit Christi ab und behauptete, dass Christus ein geschaffenes Wesen sei. Mit anderen Worten, er war ein Arianer. Dieser Irrtum, der als arianische Häresie bezeichnet wird, wird von der römisch-katholischen Kirche gelehrt. Willst du einen Beweis? Der Papst hat die Vulgata zur unfehlbaren Bibel erklärt. Und die Vulgata ist arianisch, da sie die Göttlichkeit Christi entfernt. Vulgata kennt ihr von dem Wort vulgär, das immer eine negative Konnotation im Deutschen hat. Vulgär bedeutet aber eigentlich nichts weiter als gewohnt, gewöhnlich. Man spricht von dem vulgären Mann. Das ist der normale Mann. Das ist, was wir Otto-Normalverbraucher nennen heute auf der Straße. Die Vulgata ist die normale, die gewohnte Sprache. Und die gewöhnliche Sprache damals war römisch. Das heißt, also Latein. Die Bibel wurde in das Lateinische übersetzt. Das ist die Vulgata. Auf jeden Fall hat Eusebius, der ein frommer Schüler von Origens Werk ist, die Bitte Kaiser Konstantins gern angenommen und sandte ihm Manuskripte voller alexandrinischer Verfälschung. Ja, wenn ihr meinen Kanal Joggler66 ein wenig verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mal eine Lesung gemacht habe in, ich glaube, 10 verschiedene Teile. Da ging es um ein Buch von Rudolf Ebertshäuser, ob die Bibel korrekt oder korrupt ist. Und da sind wir eingegangen auf die verschiedenen Strömungen, aus denen die Bibel zusammengestellt wurde. Nämlich gibt es einmal die korrekte Strömung und dieser Strom ist der Strom von Dokumenten, der aus Antioch kommt. Antioch in Vorderasien gelegen. Antioch, der Platz, der in der Bibel genannt wird, wo die Juden das erste Mal Christen genannt wurden, im Buch der Apostelgeschichte übrigens. Und das ist der Strom, wo die original bewahrten Texte aus dem Alten Testament, diese man als masoretischer Text bezeichnet, und das Neue Testament, die wir dann als empfangenen Text bezeichnen, als Textus Receptus. Die kommen aus Antioch. Und dann gibt es noch andere Strömungen. Das sind die Codex Sinaiticus, die Papiere aus, so gesagt, aus Sinai, und der Codex Vaticanus, den man mal irgendwo im Mülleimer gefunden hat. Da gibt es eine schöne Geschichte drum über Tischendorf und 1844, die Gegend, wo das alles passiert war. 1844, sehr interessantes Jahr. Und dann gibt es auch noch die alexandrinische Strömung. Ihr müsst wissen, zu der Zeit, als Rom auf dem Höhepunkt seiner Macht war, war Ägypten ja eine Provinz des römischen Reiches. Und in Alexandrien, das war damals wohl mehr oder weniger die Hauptstadt, nicht wie Kairo heute, sondern da war es wohl mehr Alexandrien, war wohl die Hauptstadt von Ägypten zu der Zeit, da gab es eine wunderbare, riesige Bibliothek, die unglaublich viel Werke dort hatte, gnostische Werke natürlich, also menschengemachte Werke, die später einem Feuer zum Opfer fiel. Und da sind, glaube ich, auch noch viele Bücher von wie heißt er da, Antonius oder so, was hieß er, glaube ich, da noch weggeholt worden. Und diese Bücherei fiel also einem Brand wohl zum Opfer. Und da ist sehr viel von verloren gegangen. Aber eben aus Alexandrien, das war damals das Zentrum der, ich sag mal, das Zentrum der Weisheit. Und wir wissen natürlich, wenn ich so etwas sage, dann spreche ich von der Weisheit des Menschen, dann spreche ich nicht von der Weisheit der Bibel, weil die einzige Weisheit, die man jemals erlangen kann, kommt aus dem Wort Gottes, durch das Lesen des Wort Gottes, durch das Studieren und das Leben des Wortes Gottes. Anders erlangt der Mensch keine Weisheit. Ansonsten passiert es ihm, dass das zutrifft, wie es in Römer Kapitel 1 geschrieben steht, dass sie ewiglich lernten und sich für weise hielten, aber dann doch zu Narren geworden sind. Und diese Bücherei in Alexandrien
war halt das absolute Weisheitszentrum der Welt. Da waren alle Dinge zur Verfügung, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist das, was hier halt erwähnt wird. Die alexandrinische Verfälschung. Aus dieser gnostischen Bibliothek kamen dann Manuskripte, die mit der Bibel so viel Wahrheit gemein haben, wie der Teufel an Wahrheit wirklich spricht. Nebenbei. Darf ich da mal einen Kommentar ganz kurz geben? Da warte ich doch schon die ganze Zeit drauf. Oh, zu dem Römerbrief sozusagen, oder dem Brief an die Römer mit Weise sich für weise halten, sind sie zu Narren geworden. Würde ich noch so behaupten, dass es vielleicht auch so gemeint ist, ich will das Wort jetzt gar nicht in Frage stellen, ne? Ich interpretiere das nur so, weil sie sich für weise halten, sind sie zu Narren gemacht worden, nämlich von demjenigen, der den Menschen die Erleuchtung und die Weisheit angeblich bringt. Also Luzifer oder, wie heißt der jetzt im Griechischen? Oh, das habe ich heute Mittag noch, heute Morgen Prometheus. noch erlebt. Ja, genau, danke. Dafür It bin ich ja escapes da. me. Ja, genau. Zu viele Lesungen. Deswegen glaube ich, dass es auch einen ganz starken Bezug darauf nimmt, weil sie sich für weise hielten. Ja, und es ist eben so, dass es meiner Meinung nach die Verführung durch Satan ist, der halt den Menschen dafür spricht, er werdet sein wie Gott, sind sie zu Narren geworden. Und man spricht ja auch im Deutschen von dem Sprichwort zum Narren machen lassen oder Narrenschiff. Da gibt es ja auch viele Sachen. Und deswegen Ja. glaube ich halt einfach, dass das einen ganz starken Bezug dazu hat, dass es alles, was der Mensch sich selber an Weisheit versucht beizubringen, ohnehin keinen Sinn hat, weil die ganze Weltgeschichte und auch ganz, ganz viele Bücher eben verfälscht sind. Und da ist die Ja. Bibel halt die Ja. Ausnahme. Ja, was das angeht, Michael, würde ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass Gott das da in der Bibel schon richtig formuliert hat, dass er damit halt sagen wollte, wer sich mit solchen Sachen beschäftigt, den mache ich zum Narren, weil er eine Weisheit kriegt, die Narrentum ist, die Narrerei ist, die im Grunde keine Weisheit ist, weil die einzige Weisheit, die ich den Menschen zur Verfügung stelle auf dieser Erde, die kommt durch das Studieren meines Wortes, der Bibel. Und alles andere, da gebe ich ihnen den Eindruck, dass sie weise sind, aber im Grunde sind sie so dumm wie ein Pfahl Holz. Ja, in dem Moment, wo sich der Mensch für weise hält, ordnet er sich ja eigentlich gar nicht unter. Ja, Eben, er ordnet sich er ja erhebt gar sich nicht ja. unter. Genau, eben, genau. Okay. Wir sind auf einer Linie, Bruder. Danke für den Kommentar. Es gab ungefähr 50 Exemplare dieser Bibel, die von Eusebius hergestellt wurden. Und sie endeten in Rom und Alexandria, wo es eine sehr große okkulte Präsenz gab, wie ich ja bereits gesagt hatte. Da die Angriffe auf das Wort Gottes in Alexandria entstanden waren, mit der betrügerischen Arbeit solcher heidnischen griechischen Gelehrten wie Origen und Clemens von Alexandria, war es nur passend, dass einige von Konstantins Bibeln dort landeten. Sowohl Bewunderer als auch Feinde der Codices Vaticanus und Sinaiticus, die ich ja gerade erwähnt hatte, geben gerne zu, dass diese beiden Codices bemerkenswert ähnlich sind. So ähnlich, dass man sie zu der Annahme zwingt, dass sie gemeinsamen Ursprungs waren. Also mit anderen Worten, es sind zwar zwei Kodexe, aber sie haben wohl denselben heidnischen alexandrinischen Ursprung. Dr. Gregory, ein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Handschriften, glaubt, dass die Handschriften des Vatikans und des Sinai zwei von 50 Bibeln von Konstantin sind. Er sagt, dieses Manuskript, Vatikanus, soll, wie wir gesehen haben, vom selben Ort stammen wie das sinaitische Manuskript. Ich habe gesagt, dass diese beiden Verbindungen zueinander zeigen und als sehr gut geeignet wären, ein paar der 50 in Caesarea für Konstantin den Großen geschriebenen Manuskripte. In seiner Einführung in die Textkritik des Neuen Testaments erklärt Dr. A.T. Robertson, Zitat, Konstantin selbst bestellte 50 griechische Bibeln von Eusebius, Bischof von Caesarea, für die Kirchen von Konstantinopel. Es ist durchaus möglich, dass Aleph, das ist der Codex Sinaiticus, und B, das ist der Codex Vaticanus, also Sinai und Vatikan, wie hier steht, zwei dieser 50 sind. Aber bitte denkt dran, die frühen Christen haben diese Manuskripte abgelehnt.
Also gingen sie in geheime Bibliotheken. Und dort lagen sie, bis sie später als alte Manuskripte ausgegraben wurden. Das sind genau die Manuskripte, von denen euch die Bibelverfälscher heute sagen, ihr habt andere Texte, aber wir haben ältere Texte. Und weil sie älter sind, sind sie besser. Etwas ist nicht besser, weil es älter ist. Etwas ist besser, weil es original ist. Und diese älteren Manuskripte sind original, aber es sind originale Fälschungen. Ja? Der Textus Receptus mag dann hier und da vielleicht moderner sein als diese alten Manuskripte, die man hier noch hat, weil den originalen Textus Receptus gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Es sind ja immer Abschriften, Abschriften, Abschriften. Aber diese alten Manuskripte sind nicht besser. Ja? Aber das erklären sie heutzutage immer noch. Frühe Christen haben diese Manuskripte abgelehnt. Sie gingen also in geheime Bibliotheken und dort lagen sie, bis sie später als alte Manuskripte ausgegraben wurden. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden diese alten Manuskripte hochgehalten, um zu sagen, von wir haben bessere. Ja, ja, ich weiß, dass du was sagen willst, aber ich wollte meinen Satz gerne eben noch beenden. Bitte. Ach so, jetzt. Ja, ich halte das für auch so eine leichte Wortspielerei, denn Original und Origen klingt ja schon so, als wenn Origen das Original wäre. Ne? Ja. Ich finde das eine ganz gefährliche Durcheinanderwirbelung, wenn man denkt, dass es halt deswegen die originalen Texte sind, weil sie A, alt und B, von Origen bearbeitet worden sind. Da denkt man natürlich direkt an das Original und an den Ursprung. Die Origin halte ich für eine ganz, ganz große Falle. Rom liebt solche Wortspiele. Ja, ich auch, aber die meisten Menschen würden sich ja jetzt beispielsweise damit zufrieden geben, wenn du schreibst O-R-I-G, Punkt. Und damit hast du alles ausgesagt und damit hast du noch nicht mal die Unwahrheit gesagt, aber du hast eben nicht alles gesagt und bist aber dafür verantwortlich, dass du nicht alles sagst, aber dass die Leute trotzdem in die Irre geführt. Das ist genau wie Martin Luther gesagt hat. Ne? Du bist nicht nur verantwortlich für was du sagst, sondern auch für was du nicht sagst. Genau solche Dinge hat er damit wohl gemeint, ja. Mhm. Ja, okay, das war's wieder, die 2 Cent. Ja, gut, dann fahren wir fort. Wahrscheinlich ist also Folgendes passiert. Der korrupte alexandrinische Text, auch als ägyptischer oder hesychischer Text bezeichnet, fand seinen Weg in die Bibel von Konstantin über Origen und Eusebius, von denen einer das Vatikanmanuskript war und ein anderer der Sinai-Manuskript. Aber sie wurden von den Christen des Tages abgelehnt, also der Zeit, und in den Schrank geworfen. Jedoch nach Hunderten von Jahren wurden sie schließlich über den griechischen Text von Westcott und Hort wiederbelebt und schlichen sich schließlich in die neuen Bibeln ein. Versionen in ihrem örtlichen christlichen Buchladen ein. Als neue nochmal den Satz. Jedoch nach Hunderten von Jahren wurden sie schließlich über den griechischen Text von Westcott und Hort wiederbelebt und schlichen sich schließlich in die neuen Bibelversionen in ihrem örtlichen christlichen Buchladen ein. Ja, die Affäre Tischendorf von 1844, die ich schon mal kurz erwähnt hatte, und die Entdeckung der Manuskripte im Abfalleimer eines Klosters dabei, da kann man sich viele interessante Videos drüber anschauen, unter anderem der Sieben-Tags-Adventist in die Irre führende Vorträger Walter Veit hat da verschiedene Videos drüber gemacht und drüber gesprochen, und da kann man sich solche Dinge auch mal anhören, weil ab und zu sagt der Mann tatsächlich die Wahrheit. Der Teufel ist hinterlistig, oder? Wenn Sie also hören, oder wenn Sie lesen, wie jemand die König-James-Bibel oder die Schlachter 2000 mit älteren oder autoritativeren Manuskripten, so gesagt, korrigiert, hören Sie einfach jemanden, der versucht, einen korrupten, heidnischen, gnostischen, ökumenischen, römisch-katholischen Text zu verwenden, um den von Gott geehrten Text der protestantischen Reformation und der großen Erweckungen zu stürzen. Hier nochmal ein Bild von Konstantin. Und jetzt gehen wir nochmal ein wenig in, wer Origen war. Adamantius Origen, der lebte zwischen 184 und 254, wurde in Alexandrien, also in Ägypten, geboren und war einer der berühmtesten Kirchenväter, zwischen Anführungszeichen. Er war maßgeblich an der Bearbeitung von Manuskripten beteiligt, auf denen die NIV, das ist also die New International Version, die neue internationale Version, die NASB, das ist die New American, Standard Bible, ja, eine neue amerikanische Standardbibel,
Die Elberfelder ist die NIV, die neue internationale Version in Deutsch, und alle modernen Versionen basieren sich darauf. Er besuchte die Schule von Alexandrien, eine theologische Schule, die im 2. Jahrhundert nach Christus gegründet wurde. Er wurde ja zum Ende des 2. Jahrhunderts 184 geboren. Diese Schule vermischte griechische Philosophie oder gnostische Überzeugungen, also geheimes, mystisches, okkultes Wissen, mit biblischer Lehre. Origenes lehrte viele nicht-christliche Lehren, siehe weiter unten. Er erklärte, er werde die christlichen Lehren nicht unverfälscht weitergeben, sondern mit den Geboten der heidnischen Philosophie bekleidet. Adam Clark sagt, Origenes war der erste christliche Lehrer des Fegefeuers. Origen, ein Schüler des gnostischen Sternanbeters Clemens von Alexandria, er schätzte nicht die historische Grundlage der Bibel. Zitat, die heiligen Schriften, so behauptet Origenes, sind für diejenigen, die sie verstehen, wenn sie geschrieben werden, wenig von Nutzen. Die heiligen Schriften sind für diejenigen, die sie verstehen, wenn sie geschrieben werden, wenig von Nutzen. Da spricht er hauptsächlich über die römisch-katholische Kirche. Die kann da nämlich nichts mit anfangen, weil die wirklichen heiligen Schriften sind die Wahrheit und die römisch-katholische Kirche kann mit der Wahrheit nichts anfangen. Er ist bekannt für die sechssäulige Bibel des Alten Testaments, die Hexapla genannt wird, in der jede Säule eine andere Version der Bibel hatte. Origenes war bekannt dafür, dass er einen sogenannten korrekten Text des griechischen Neuen Testaments verfasste. Er war bekannt dafür, biblische Ereignisse in Allegorien oder geistige Handlungen zu verwandeln. Origenes beeinflusste Eusebius, der lebte zwischen 260 und 340, stark, der 50 Exemplare einer ökumenischen Bibel auf Befehl von Kaiser Konstantin, wie wir bereits gelesen hatten, herstellte. Obwohl man sich Konstantin erinnert als denjenigen, der den Sonntagsgottesdienst und die christliche, also sprich katholische Kirche als Staatsreligion etabliert hatte, war sein Vorgehen bei der Wahl von Eusebius' Interpretation der Origen-Bibel möglicherweise wichtiger, da alle modernen Versionen, alle ausnahmslos, auf dem Codex Vaticanus und dem Codex Sinaiticus basieren, die vom Eusebio-Origen-Typ sind. Viele Behörden glauben, dass sie tatsächlich zwei der 50 Konstantin-Bibeln waren. Nun lesen wir einige Überzeugungen von Origenes. Was glaubte Origenes? Was glaubte der Mensch, der Rom die erste ökumenische Bibel gebracht hat? Ja, weil er hat ja den Eusebius beeinflusst. Was glaubte dieser Mensch? Origenes glaubte, dass der Mensch göttlich sei. Ja, das glaubt der Mensch auch, der Lehre der Schlange im Garten von Eden gefolgt ist, nicht wahr? Er glaubte an die Präexistenz von Seelen, also mit anderen Worten an die Unsterblichkeit der Seele und die Inkarnationslehre. Er lehrte, dass alle, einschließlich des Teufels, letztendlich gerettet werden würden. Also ist es vollkommen egal, ob du Jesus Christus als deinen Erlöser annimmst oder nicht, du wirst letztendlich gerettet. Er beschrieb die Dreieinigkeit, also die Trinität, als Hierarchie, nicht als Gleichheit von Vater, Sohn und Geist. Er glaubte an die Taufregeneration, also Errettung durch Taufe, wobei wir als bibelgläubige Christen wissen, dass wir durch die Taufe nicht errettet werden, sondern dass die Taufe lediglich ein äußerer, ein Ausdruck nach außen unserer inneren Errettung ist, unseres Wiedergeborenseins ist. Er glaubte auch an das Fegefeuer, eine Vorhölle, die komplett babylonische Lehre ist. Er lehrte, dass der Heilige Geist die erste Kreatur war, die von Gott geschaffen wurde. Also ist der Heilige Geist nicht Gott in seiner Lehre. Er glaubte, dass Christus geschaffen wurde. Also Christus ist nicht der einzige eingeborene Sohn des Vaters, sondern ein Geschöpf. Er hat Transmigration gelehrt. Das ist der Glaube, dass die Seele beim Tod in einen anderen Körper übergeht. Er leugnete eine wörtliche Interpretation der Genesis-Schöpfung, lehrte, dass dies ein Mythos sei und lehrte, dass es keine wirkliche Person namens Adam gab.
Er lehrte, dass Christus bei seiner Taufe Gott geworden ist. Also, dass Jesus Christus nicht als Mensch Gott geboren wurde, sondern dass er erst durch seine Taufe die Gottheit erlangt hat. Ja, Michael. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe nur mal kurz mein Mikro angeschaltet und ja, dann war es beim nächsten Punkt. Ach so, Mann, ja gut, dann gib deinen Kommentar zu dem Punkt davor. Ich höre alles, ja. Ja. Gut, also es ging sich darum, dass ja viel erzählt wird über eine präadamitische Generation, die schon mal gelebt hat und dass die, ich denke, der große Trick besteht dann wiederum darin, dass dass versucht wird, das Alter der Geschehnisse der Erde, der Kreationen überhaupt so weit zurückzudatieren, damit die Bibel auch bloß nicht das älteste überlieferte Dokument ist. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum diese präadamitische Generation, die, glaube ich, irgendwo, das wissen andere, die sich mit den Sachen besser, mehr beschäftigen, besser, irgendwie 12.000 vor Christus angeblich dann irgendwo mal hier rumgewandelt sein soll, was natürlich alles völliger Mumpitz ist, weil es dafür auch keine Belege gibt. Und diese ganze Atlantis-Sage, die also da aus dem Griechischen drüber schwappt und viele andere Mythen dann auch, da wird halt meiner Meinung nach von Satan versucht, chronologisch das vor die Bibel zu legen, damit man halt dann sagen kann, guck mal hier, da gibt es ja Sachen, da hat die Bibel von abgeschrieben. Im Prinzip ist es natürlich genau umgekehrt gelaufen. Die dunkle Seite schreibt natürlich quasi, kriegt das mit und verfälscht das Wort. Die dunkle Seite kann ja nichts von sich selber hervorbringen, sondern kann nur in Opposition gehen. Sie kann nur zerstören und verfälschen und lügen. Das kann sie, aber nichts anderes kann sie. Das heißt, die Bibel ist das wahre Wort Gottes und alles andere ist eben die Lüge, die natürlich jetzt versucht, aufgrund der Chronizität der Ereignisse alles Mögliche vor die Bibel zu legen, also die Erschaffung des Menschen und das Alter der Erde und so weiter und so fort, um halt genau auf diesen Punkt abzulenken und darauf zu zielen, dass man sagt, ja, aber unsere Dokumente sind älter. Das wollte ich dazu sagen. Und älter heißt bei denen immer besser. Wobei, ja, aber sind sie ja das, eben nicht. Das ist wobei ja das natürlich nicht zutrifft. Nee, habe ich ja vorher schon gesagt. Naja, stimmt, trifft nicht zu. Mhm. Ja, also er leugnete eine wörtliche Interpretation der Genese-Schöpfung, lehrte, dass dies ein Mythos sei und lehrte, dass es keine wirkliche Person namens Adam gab. Also er kann durchaus hier auch die präadamitische Lehre vertreten haben. Das ist ja alles gnostisches Wissen und Origen war ein absoluter Gnostiker. Das haben wir inzwischen, glaube ich, gelernt. Er lehrte also, dass Christus bei seiner Taufe Gott geworden ist, anstatt dass Christus der einzige eingeborene Sohn Gottes ist und schon immer Gott war und durch Maria, die Jungfrau, als Gott in Menschenform auf die Erde gekommen ist. Das streitet er ab. Er ist erst bei seiner Taufe, also mit 30 Jahren, Gott geworden. Er lehrte auf der Grundlage von Matthäus Kapitel 19, dass ein wahrer Mann Gottes kastriert werden sollte, was er sich selbst angetan hat. Er leugnete die physische Auferstehung der Gläubigen. Jack Moorman, Autor des Buches Forever Settled, schreibt, Zitat, er, also Origenes, wird von vielen als der tiefgründigste Geist in der Geschichte der Kirche angesehen. In der Tat kann man jedoch sagen, dass er einen größeren Einfluss auf die frühe Kirche hatte und auf die Bibel selbst als irgendein anderer Mann. Ende Zitat. Wenn man sich also dieses Zitat einmal gut überlegt und davon ausgeht, dass dieser Origen, der Eusebius, der die Bibeln von Alexandrien nach Rom gebracht hat, die ökumenischen Bibeln, dieser Mann diesen Eusebius beeinflusst hat, dieser Mann die Bibeln und das, was da drin steht, beeinflusst hat, ja, dass er so einen großen Einfluss hat und man weiß, was er hier glaubt, das sollte für jeden bibelgläubigen Christen ein ganz deutliches Zeichen sein, dass wenn man irgendwo eine katholische Bibel sieht, eine Sache ganz, ganz schnell zu machen, sich umdrehen und Reis ausnehmen und weglaufen. Laut Les Garrett in seinem Buch »Welcher Bibel können wir vertrauen?« soll Origen als Textkritiker zahlreiche Teile der heiligen Manuskripte auch korrigiert haben. In der Bibel steht ganz deutlich drin, dass man von diesem Text kein Wort verändern soll, kein Komma oder Buchstaben verändern soll. Wenn man das tut, ist der Name von einem nicht geschrieben im Buch des Lebens. Ein gegenteiliger Beweis zeigt, dass er sie geändert hat, um mit seiner menschlichen Philosophie und mystischen und allegorischen Ideen übereinzustimmen.
durch betrügerische Gelehrsamkeit dieser Art wurden bestimmte Manuskripte korrupt. Diese bestimmten Manuskripte gebraucht der Teufel seit jeher und seit Mitte des 19. Jahrhunderts in solch großer Menge, dass viele Menschen an der Bibel anfangen zu zweifeln, was genau sein Ziel ist. Hier sehen wir noch ein Foto von einer Statue von Origenes und wir sehen auch, aus welchem Papier ich dieses Dokument genommen habe, um es euch vorzulesen. Jetzt haben wir einen interessanten, finde ich zumindest, Ausflug gemacht in die Geschichte von Konstantin selber und in die ihn umgebenden Menschen wie Eusebius und Origenes kennengelernt haben. Und jetzt sind wir gewappnet dafür, in der Buchlesung von Babylon Mysterien Religion weiterzufahren. Ja, was ist denn jetzt hier? Ist der Computer eingeschlafen hier? Nehmen wir eben das Bild für die Lesung damit bei und dann lesen wir vor. Aber wenn die Vision nicht von Gott gewesen ist an der Milvischen Brücke, wie können wir dann die Begehrung Konstantins erklären? Das haben wir jetzt gerade eben besprochen. Es ist in der Tat so, dass seine Bekehrung ernsthaft in Frage gestellt werden muss. Obwohl er in der Aufstellung bestimmter Lehren und Gebräuche innerhalb der Kirche maßgeblich beteiligt war, zeigen die Tatsachen klar, dass er nicht wahrhaftig bekehrt war, das heißt nicht im biblischen Sinn. Historiker geben zu, dass seine Bekehrung selbst nach den damals geltenden Maßstäben nur dem Namen nach erfolgte. Er ist also mit anderen Worten ein Namenschrist. Und da kennen ja wohl die Leute, die hier in der Gruppe beisitzen und zuhören, auch jede Menge andere Menschen von, die von sich behaupten, Christ zu sein, aber eben nur Namenschristen sein, die es zwar behaupten dem Namen nach, aber die es in ihren Taten nicht zeigen. Das allerdeutlichste Anzeichen dafür, dass er nicht wirklich bekehrt war, ist die Tatsache, dass er nach seiner Bekehrung mehrere Morde beging, einschließlich der Morde an seiner eigenen Frau und seinem Sohn. Nach der Bibel hat kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich, wie wir lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 15, wo geschrieben steht, Zitat, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Konstantins erste Ehefrau war Minervina, mit der er einen Sohn namens Crispus hatte. Seine zweite Frau, Fausta, na, Michael, kommt da kein Kommentar? Fausta, Faustus, Dr. Faust? Nee? Ja, das ist ja jetzt schon so ein Appetizer sozusagen, ne, für zukünftige Lesung. Jetzt weiß ich aber nicht, bei deinem Veröffentlichungsschema weiß ich ja nicht, welche Lesung zuerst kommt. Naja, deswegen, die, von der du jetzt sprichst, kommt natürlich zuerst. Die ist dann, wenn wir das hier lesen, das hier veröffentlicht haben, schon Vergangenheit. Aber du kannst ja trotzdem mal kurz was drüber sagen, wenn du möchtest. Ich gebe dir doch die Möglichkeit jetzt. Ja, ich mache mal ein bisschen Werbung in eigener Sache für andere Lesungen, die wir hier machen. Und wir sind ja gerade dabei, so eine Lesung hochzufahren mit verschiedensten Folgen, wo wir noch kein Ende absehen können. Denn die ganze Welt besteht ja letzten Endes aus einem riesen Sündenpfuhl. Und zwar mit dem Thema Gender Agenda. Das ist jetzt nur ein Wortspiel erstmal, aber das ist halt, setzt sich auseinander mit dem ganzen Promotion, mit der ganzen Beeinflussung der Massen in puncto Genderangleichung zwischen Mann und Frau, um halt einfach so die göttliche Ordnung dann völlig durcheinander zu wirbeln und nachher in Einheitsbrei rauszukommen, wie man sich das beispielsweise so die etwas Älteren unter euch von Pink Floyd vorstellen können, The Brick in the Wall, wo dann nachher die ganze Armee von Vorschlaghämmern da durch die Gegend läuft. Und deswegen haben wir diese Sendung einfach so mal losgestartet. Und da sind wir jetzt inzwischen schon bei einigen Folgen, die produziert sind und sind da also auch ganz emsig dabei. Und es kommt da zur Sprache, dass ein im deutschen Bereich ja der Johann Wolfgang von Goethe, der völlig verunglimpft wird, mit zum Beispiel diesem Film, Hugh Goethe. Und dieser Herr Goethe hat halt doch einige Insiderkenntnisse und hat damals einen recht bekannten Roman geschrieben namens Faust, ne? Goethes Faust. Und das hat halt nichts mit dem Handrücken oder so zu tun oder mit der geballten Faust, sondern da geht es um einen Dr. Faustus,
der die glorreiche Idee hat, sich verjüngen lassen zu wollen. Und das ist ja durchaus ein Thema für viele Leute heutzutage, dieses Forever Young sein und dieses alles dreht sich nur um die Optik. Da verwenden ja unheimlich viele Menschen ganz viel Zeit rum. Und da hat er sich gedacht, boah, da lege ich doch mal ein paar alte Schriften und vielleicht können ja da mal jemand für mich tätig werden, der mehr macht als ich und der mehr weiß als ich, denn ich bin ja Wissenschaftler. Und ja, dann rufe ich doch mal sozusagen mal die Geisterwelt an. Und dann hat er da diesen quasi geistigen Anruf getätigt und dann erschien ihm halt jemand, der ihm da behilflich sein konnte. Das Dumme war, er musste halt den Preis zahlen und ist im letzten Endes im schlussendlich auch nicht glücklich geworden. Und dieses Ganze thematisieren wir auf einer recht spannenden Ebene, glaube ich, mit vielen Ausflügen jetzt in die Popmusikwelt, Rockmusikwelt. Und da haben wir jetzt schon einiges zusammengetragen. Und so wie ich das sehe, wird das auch eine Never-Ending-Story. Wir haben halt einfach zu viel Material, was da rumschwirrt. Und solange es YouTube gibt und der Downloader funktioniert, wird uns da wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Material nicht ausgehen. Es geht sich aber darum, Faust, Goethe ist für diese Geschichten ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich verrate aber noch nicht die Schlusspointe und ich verrate jetzt nichts weiter, denn ihr sollt ja die Lesungen sehen. Falls sie schon draußen sind, wo wir das jetzt reden, könnt ihr euch halt zurücklehnen und sagen, ach, alles kalter Kaffee kenne ich schon. Aber jetzt hier die Leute, die in der Runde live zuhören, ich wurde schon so gefragt, hey, verrat doch mal was von jemandem. Und ich verrate jetzt halt nicht mehr, als dass es sich um Goethe dreht, denn schließlich sind wir ja hier in einer deutschen Besprechung und wir haben ein deutsches Video gemacht über diese Gender-Agenda. Und deswegen denke ich, ist es gar nicht so schlecht, den Johann Wolfgang von Goethe mal zu nennen, denn der hat auch einiges auf dem Körper. So viel jetzt von mir dazu. Danke, Michael. Also nach der Überlieferung hatte Crispus mit Fausta Ehebruch begangen. Das war zumindest die Anklage der Fausta. Möglicherweise war dies jedoch ihre Methode, um ihn aus dem Weg zu schaffen, sodass einer ihrer Söhne Anspruch auf den Thron bekam. Konstantins Mutter überredete ihn jedoch zu glauben, dass seine Frau seinem Sohn nachgegeben hatte. Konstantin ließ seine Frau in einem überheizten Bad ersticken. Etwa zur gleichen Zeit ließ er den Sohn seiner Schwester zu Tode peitschen und den Ehemann der Schwester erhängen, obwohl er versprochen hatte, sein Leben zu verschonen. Diese Vorgänge werden nicht mit den folgenden Worten der katholischen Enzyklopädie zusammengefasst. Zitat: Selbst nach seiner Bekehrung veranlasste er die Hinrichtung seines Schwagers Licinus und dessen Sohn sowie die seines eigenen Sohnes Crispus aus erster Ehe und die seiner Ehefrau Fausta. Wenn man diese Gräueltaten liest, ist es schwer noch zu glauben, dass der gleiche Herrscher auch manchmal milde und zarte Regungen haben konnte. Aber die menschliche Natur ist voller Widersprüche. Soweit das Zitat aus der katholischen Enzyklopädie. Die menschliche Natur ist voller Widersprüche, vor allem die römisch-katholische Kirche ist voller Widersprüche. Sie spricht hier zwar über die Morde, die der Konstantin begangen hat, sie spricht aber ebenso wenig gerne, aber teilweise tut sie es doch, weil sie kann ja, das ist ja Wahrheit, das ist ja Geschichte, über Morde, die Päpste selbst begangen haben. Und wie wir auch später in dieser und anderen Buchlesungen noch sehen werden, gibt es keine wahre apostolische Nachfolge, weil der Simonismus, also das Kaufen von Kirchenämtern, war weit verbreitet zu einer Zeit im Mittelalter. Und wenn man das Geld nicht hatte, dann hat teilweise das Messer dazu geführt, dass man eben doch noch den Posten bekommen konnte, der einem sonst entgangen wäre. Und da geht es nicht nur um Bischöfe und Kardinäle, da geht es sogar um Päpste, die gemordet haben in der Vergangenheit. Aber hier sprechen wir ja nur, zwischen Anführungszeichen, nur über den Kaiser. Konstantin gab den Christen zahlreiche Erweise seiner Gunst. Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, um zu sagen, hier schließen wir ab, weil es war eine interessante Lesung für heute und wir werden nächstes Mal in dieser Buchlesung in 14 Tagen Babylon Mysterien Religion fortfahren und werden noch mehr über Konstantin lernen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, was ihr bis jetzt noch nicht wusstet und euch ist deutlich geworden, warum man vor römisch-katholischen Bibeln ganz furchtbar schnell Reißaus nehmen sollte und nichts, aber auch wirklich nichts mit römischen Bibeln zu tun haben sollte. Das Einzige, was man machen könnte,
wäre ein Streichholz oder ein Feuerzeug nehmen und diese in Flammen setzen und dafür sorgen, dass diese dämonischen Bücher, diese verfälschten Bibeln, keinen anderen wahrheitssuchenden Händen in den Griff gelangen, sondern dass man sie eben vernichtet, und zwar mit Feuer, sodass sie richtig vernichtet sind. Fahrenheit 451, das ist die Temperatur, die ihr braucht, um Papier zum Brennen zu bringen. Und solche katholischen Bibeln, da kann ich jedem nur anraten, wenn er das kann, das auch zu machen. Damit begeht ihr wirklich eine gute Tat, weil ihr verhindert, dass jemand, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, auf der Suche nach Gottes Wort ist, fehlgeleitet wird durch diese alexandrinischen Verfälschungen. Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus. Und nächstes Mal fahren wir halt fort in einer weiteren Lehre über Konstantin und werden noch ein wenig mehr über diesen Kaiser erfahren, als wir bis jetzt schon wussten, und fahren mit dieser Buchlesung fort. Bis dahin, studiert eure Bibel, lest eure Bibel, aber sorgt dafür, dass ihr im Englischen die autorisierte 1611er König James Version habt oder in Deutsch zumindest die Schlachter 2000. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. They say